Das mache ich gerne. Ich bin Ricarda Reimer von der Pädagogischen Hochschule, Fachhochschule Nordwestschweiz und ich leite hier die Fachstelle Digitales Lehren und Lernen in der Hochschule. Darüber hinaus leite ich auch noch die E-Learning-Kontaktstelle. Das heißt, die Fachhochschule Nordwestschweiz ist eine Flächenhochschule und da sind mehrere Hochschulen dabei und das sind 9 Hochschulen. Da leite ich noch die Kommunikation dieser, sage ich mal, 9 verschiedenen Hochschulen zum Thema E-Learning, digitale Technologien in der Hochschullehre. Und ich glaube, heute bin ich sozusagen hier als Expertin gefragt, da ich darüber hinaus noch in der Schweizer E-Learning Community namens EduHub die Special Interest Group, eine SIG zum Thema Open Educational Resources seit mehreren Jahren auch leite. Okay, das ist eben diese Special Interest Group, von der ich eben sprach. Und zwar, das ist eine Gruppe, die sich insbesondere mit Fragen im Bildungssystem von Hochschulen beschäftigt, also Fachhochschulen, Universitäten. Wir richten unseren Blick nicht so sehr auf Schulen, also Mitglieder sind Personen aus verschiedenen Hochschulen der Schweiz. Also da können alle daran teilnehmen. Das ist eine offene Gruppe. Und im Rahmen dieser Gruppe haben wir bereits einmal ein White Paper formuliert zum Thema Open Educational Resources, um den Diskurs, ich sag mal, auf einer bildungspolitischen Ebene deutlicher zu verankern. Dieses White Paper ist sozusagen jetzt nicht an die Öffentlichkeit vorgedrungen, aber es ist in vielen Hochschulen doch sehr präsent und bekannt, so dass das Thema auf jeden Fall dort mit unserer Hoffnung kommuniziert wird. Darüber hinaus ist es so, dass diese Schweizer E-Learning Community von Switch oder unterstützt wird. Und Switch, das ist eine Stiftung für die Schweizer Hochschulen. Und die, ich sag mal, stellen uns Hochschulen auch verschiedene Tools zur Verfügung. Und so auch ein Repository, das damals Switch Collection hieß. Und jetzt aktuell sozusagen ist gerade ein Prozess zu Switch Tube, eine Videoplattform und darüber hinaus aber auch andere Materialien können dort wohl veröffentlicht werden. Da sind wir genau dran. Und das ist auch eine Aufgabe dieser Gruppe, dass wir schauen, ist es möglich, dass wir ein schweizweites Repository aus Perspektive der Hochschulen etablieren können, wo Mitglieder von Hochschulen, Dozierende, OERs publizieren können. Und daran anschließend sind natürlich immer wieder die Rechtsfragen, Medien und Recht, ja ein sehr ja, sensibles Themenfeld. Da wir selbst keine Juristen und Juristinnen sind, können wir aber, ich sag mal, vielleicht beraten, unterstützen, zeigen, was können OERs sein und auch, wie kann Praxis der OER sein? Sprich, wie kann ich das in Hochschulveranstaltungen integrieren, dass ich das mit Studierenden beispielsweise entwickle. Also immer wieder die Perspektive einer Seite OER als bildungspolitisches Instrument und darüber hinaus OER in der Praxis der Hochschule, sowohl als Dozierender, als Professor oder auch aus der Perspektive der Studierenden. Also das Wichtige ist für uns eigentlich angesetzt einerseits an diesem Tool, was wir schweizweit weiterentwickeln wollen und aufbauen möchten, Sensibilisierung des Themas in den Hochschulen, also dass wir und auch dann weitere das Thema in die Hochschulen bis natürlich zu den Rektoraten hinauf hineintragen, dass es wichtig ist, vor dem Hintergrund der verschiedensten Anlässe von der UNESCO angefangen, bis hin zu Aussagen, okay, Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchs, was heißt heutzutage als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin aktiv zu sein? Ja, das sind so unsere Bereiche, also sowohl Forschung, Lehre und auch dann sage ich nochmal Praxis OER, weil das häufig ein bisschen vernachlässigt wird. Grundsätzlich kann man erstmal sagen, ja, das befürworten wir, dass es langfristig flächendeckend etabliert werden sollte. Aber wie das Thema Open Education Resources ja auch schon selbst sagt, es ist open und es sollte auch auf einer, ich sag mal, Freiwilligkeit oder aus dem eigenen intrinsischen sozusagen heraus motiviert sein. Also ich glaube nicht, dass es gut funktioniert, das als Top-Down zu etablieren, so nach dem Motto, jetzt müsst ihr alles OER machen, wenn auch insbesondere so rechtliche Fragen oder Unterstützungsformen, Anlaufstellen und das Ganze nicht geklärt ist. Ich denke, dass die Hochschulen, ja, ich sag mal,
Foren oder Plattformen bieten sollten, Einzelprojekte, also häufig sind es ja erstmal One-Woman- oder One-Man-Shows, die sich damit beschäftigen, das unterstützen, die vielleicht als, ja, mal hervorheben, dass es to toll ist, interessant ist, was die Personen machen, oder auch dann Institute oder in die Lehrpreise zu integrieren und ähnliches. Also das sozusagen die Unterstützung langfristig flächendeckend anfangen. Wo gibt es vielleicht schon Initiativen und wie kann man das auch in die Strategie der Hochschule integrieren? Sagen so, wir wollen uns auf den Weg machen an den Stellen, an denen es möglich ist, wirklich OERs zu fördern. Und fördern heißt von wertschätzender Arbeitshaltung gegenüber den Mitgliedern, den Hochschulen bis hin vielleicht auch tatsächlich finanzielle Ressourcen zu bieten. Auch, dass man sich vielleicht mal irgendwie Beratung wo in Anführungsstrichen einkaufen kann, wenn ich sage, oh, wie ist das jetzt juristisch? Das fände ich gut. Und darüber hinaus, was wichtig ist, auch bei der Repository-Frage, dass diese Open Educational Resources mit ausreichend Metadaten bestückt sind. Also einfach eine PowerPoint ins Netz zu stellen, auf Slideshow oder sonst was, die stehen dann dort zur Verfügung, aber dass man auch weiß, in welchem Kontext wurde das eingebunden. Also auch solche, ich sag mal, die Rahmenbedingungen um dieses OER herum, das noch zu verbessern. Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, wo auch natürlich Know-how von den Universitäten besteht, dass man das also auch wirklich als Beitrag zur Qualitätsentwicklung der Lehre und auch Forschung ja, dazu aktivieren kann. Gut, also da ist es so, dass zum einen diese Special Interest Group natürlich eine Gruppe ist von, ich sag mal, Interessierten oder Experten, die sich damit beschäftigen. Und da können natürlich auch dann Leute an uns Fragen richten, die wir zum Teil beantworten können, zum Teil einfach nur sensibilisieren oder sagen, guckt mal dort. Das ist das eine, was existiert. Darüber hinaus auch an einigen Hochschulen ganz konkrete Ansprechpartner, aber das ist noch sehr wenig. Und vor dem Hintergrund hat sich schon da gab es ein Projekt namens DICE in der Schweiz, was sich genau diesen Fragen zuwendet. Und im Moment ist das Projekt in der zweiten Antragsphase. Also es wird im Moment gefördert, einen weiteren Antrag zu stellen. Das wird bis August geschehen. Und da ist letztendlich das Ziel, ein schweizweites Trainings- und Informationszentrum aufzubauen im Bereich von digitalen Medien und Recht. Und das soll wirklich letztendlich die Rechtsabteilung, also weil wir gesehen haben, das ist eine große Hürde der einzelnen Hochschulen entlasten, sodass man da erstmal hingehen kann und sich ja, Fragen stellen. Also es ist eigentlich eher zur Prävention und zur Unterstützung, dass OER sozusagen in die Köpfe kommt und auch in die Praxis geführt wird. Und nicht die Rechtsabteilung, die können sich dann gegebenenfalls um die Fälle kümmern, die dann irgendwie zu Streitpunkten werden, aber damit erstmal sowas gemacht wird. Also dieses Zentrum soll dann wirklich Information, Beantwortung einfacher Fragen, ja, und auch Weiterbildung. Also neben der Information auch Lerninhalte entwickeln, Angebote, Workshops, Weiterbildung, ob online, blended, Präsenz, also die ganzen verschiedenen natürlich Formate, die heutzutage angeboten werden und das selbstverständlich auch als OER zur Verfügung stellen. Und ich denke, das ist natürlich auch immer schwierig, dieses Dreieck zwischen Persönlichkeits- und Datenschutz, Urheberrecht, lizenziert, Nutzungsbedingungen, ja, das zu beantworten. Und da soll dieses schweizweite Zentrum dienen, den Leuten, die Engagement, die Interesse haben, OERs zu fördern, wirklich das zu realisieren. Das wäre eine Entlastung, also sowohl für die Hochschulen als auch für einzelne Personen, die Interesse haben, dass man da von zwei Perspektiven drangeht und das Ganze sozusagen auf einer strukturellen, systematischen Ebene. Ja, ich würde gerne noch einen Punkt hinzufügen, und zwar, es wird ja häufig gesagt, so einzelne Hochschulen oder Schulen zu Schulen habe ich jetzt natürlich ein bisschen weniger gesagt. Ich denke, dass es gerade wichtig ist, auch in der Open-Bewegung, dass man nicht sagt, so die Hochschule hat das Repository, die nächste das und die übernächste das, ich sag mal, sondern dass man auch wieder Meta-Suchmaschinen, so Crawler macht, dass ich sag mal, weltweit oder dann
die deutschsprachigen OERs oder die englischsprachigen OERs, da gab es ja auch schon Initiativen und solche Repositories, dass man das auch zusammenbindet. Also wir müssen auch die technischen Schnittstellen so basteln und bauen, dass, was weiß ich jetzt, die schweizweite Repository mit dem der österreichischen oder deutschen auch zusammengefügt werden. Oder auch, dass die Datenbanken, sage ich mal, das, was dahinter steckt, wirklich auffindbar ist. Weil ich glaube, es gibt wahnsinnig viel schon an OERs, aber auf der anderen Seite das Thema OER, das Wort ist kaum verankert. Viele benutzen das, machen eigentlich schon Bildung mit OER, aber denn sie wissen nicht, was sie tun, dass wir das im Prinzip noch ein bisschen sensibilisieren. Ich glaube, dieses Wort Open Education Resources oder die Idee ist nicht direkt angekommen, obwohl es eigentlich schon häufig gemacht wird. Und wenn man dort auch versucht, durch Strukturen und das deutlich hervorzuheben, beispielsweise bei also Forschung wird über Publikationen, Lehre, da gibt es dann Lehrevaluation oder ich kann sagen, was ich mache, dass ich auch auf meinem Blog oder sonst wo oder auch in der Vita einfach aufführe, diese OERs habe ich irgendwo hinterlegt, die stehen zur Verfügung, dass ich was für die Community, für die Scientific Community, für letztendlich dann Bildung, dass Bildung wirklich allen zugänglich wird, bis hin zu Personen, die gar nicht jetzt in der Schweiz irgendwie studieren oder tätig sind, sondern wenn wir auch auf englischsprachig was für Personen aus anderen Ländern und so anbieten. Das fände ich, wäre gut, dass wir nicht nur immer auf die einzelnen Hochschulen so blicken, sondern dass auch, dass wir uns da mehr als eine gemeinsame Community begreifen.